Hey Leute, willkommen zurück zu Bulli, die Ehrenrunde. Ich würde sagen, es ist gleich 9 Uhr. Ach, legen wir uns mal ins Bett. Ein kleiner Junge muss um die Zeit ja auch schon schlafen gehen. Ich meine, ne? Jimmy ist zwar kein kleiner Bub mehr, aber lieber frisch und ausgeruht in den neuen Tag starten. Dann können wir doch wieder ganz fleißig Typen verprügeln. Ja, das ist unser Credo. Gut, ich habe ja noch eine Quest übrig. Moin, lass mal durch. Ich glaube, ich renne jetzt lieber erstmal eine Zeit lang, die ganze Zeit hier. Guck mal, da rennt ja schon wieder ein Basie rum. Der ist schon auf Krawall gebürstet, so früh am Morgen. Du kannst dich mal kreuzweise. So, ich gehe mal da rein. Girlstorm. Mal sehen. Guck mal, der rennt mir sogar hinterher, der Sack. Hat er das gesehen? Ach, deine Mutti, der erzähl ich was. Ach so, ich darf hier ja gar nicht rein. Stimmt. So, was gibt's denn? Diese Schlampe! Okay, ja. Ist ja... Give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Die ist ja ganz schön durchtrieben, die Alte. Sag mal, du kannst sie noch nicht verpetzen, wenn er dir helfen will. Also ich meine, kannst du nicht machen. Mädchen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Apfel. Ja, komm. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern, oder wie heißt's? Naja. Ich weiß ja nicht, dass der sich immer hier so instrumentalisieren lassen muss von den ganzen Fuzzis. Ich würde da mal ein bisschen aufbegehren und würde sagen, nö du, mach ich nicht. Moin, bin der Jimmy, lass mich mal in Ruhe hier. Ich muss gleich in die Schule, Leute. Ist schon wieder soweit, ja. Und wahrscheinlich haben wir Biologie oder Musik. Eins von beiden, das andere wird dann wohl danach kommen. Ach ja, die lieben Jocks, die sind ja auch immer so ein bisschen, ne, so diese It-Girls. Weiß ja nicht. Da hatte ich auch so ein, zwei an der Schule. Die halten sich immer für die Tollsten, aber in Wirklichkeit sind's arme Seelchen. Ja, so sitze. So, ach, den Spind muss ich knacken, sonst nichts. Lalalala, mach ich doch mit Leichtigkeit. Oh, oh, die Schule geht los. Ja, schreit halt. Ist nur ein bisschen Clown hier. Kein Problem. Labornotizen. Der klaut was von mir. Ich bin die Miss Etepetete und ich renn mal weg. Verarscht. So, komme ich jetzt direkt... Oh, da kommt schon wieder einer mit Basie. Sag mal, ihr habt da echt Lack gesoffen. So, warte mal. Brauche ich da mein Skateboard? Nee, hier die Treppen fahre ich da bestimmt nicht mit drauf. So. Olli, die Treppen runter. Könnt ihr alle nicht, ne? Ihr kleine Streberleins. Aber ja, ich werde mich wohl mit den Nerds irgendwie verbünden, weil die sind schon cool, ihr habt es letztes Mal gesehen, die können Stinkbomben schmeißen, das können die ganzen anderen nicht. Ich meine, vielleicht können sie es auch, aber ich bin eigentlich immer so dafür, dass man sich mit Leuten gut stellt, die sich selbst nicht so zu helfen wissen. Ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber das hat meine Einstellung. Ach, da ist sie ja. Moin. Oh, Jimmy, thank you. You're wonderful. Ich weiß, Baby. Beatrice, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Herpes oder so. Na klar, du hast noch an deinem Projekt zu arbeiten, ne? Das Projekt heißt Jimmy, Baby. Jimmy ist Zucker für dich. So, komm mit hier. Schnell, Unterricht. Schnell. Wie lange geht das eigentlich immer? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich bis 10:30 oder so. Es hieß ja immer, eine gewisse Zeit danach kann ich noch einsteigen und dann wird's spät. Dann geht das nicht mehr. Oh nein, ich habe jetzt keine Zeit. Renn mir nicht hinterher, bitte. Lass mich mal... Oh! Okay. Biologie 2, sehr schön. Hat mir Spaß gemacht, das Minigame.
Was ist das denn? Ready to cut something open today? Oh, der schnallt, glaube ich, gerne auf, der Typ. Ich würde mal irgendwie gucken, ob der eine Kriminalakte hat oder sowas. Eine kriminelle Vorgeschichte. Die Dissektion so genau wie möglich beenden. Jo, moin, das kann ich doch. Achso, wieder Nadeln pieksen. Das ist so gemein. Guck mal, die... Also, ich weiß nicht, mit Fröschen hätte ich jetzt nicht so Probleme, aber eine Ratte? Kannst du mal da reinstechen, bitte? Das finde ich dann schon nicht so geil. Schnitz. Take your time, boy. Ja, ist ja gut. Is an art. Das ist Kunst, was ich hier mache. Das muss nicht gerade sein. Das ist beabsichtigt. Ist abstrakt. So, jetzt muss ich wieder das spreizen. Bitte einmal die Haut lappen. Sieht aus wie so ein Schweinerücken, ne? Habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht so gerne Fleisch esse? Ich glaube, irgendwann bin ich mal wirklich so ein Veggie. Okay, das Herz. Warum immer gleich das Herz? Wäre es nicht erstmal interessanter, den Rest zu entfernen, der da so ein bisschen im Weg rumschlabbert? Patience, Hopkins. Das Herz befindet sich doch eigentlich unter der Lunge, oder nicht? Ja, moin, hier, hast du Herz, kannst du haben. Disgusting. Ist man eigentlich nicht immer zu zweit bei sowas hier? Was? Leber. Ich kenne mich jetzt nicht ganz so mit der Anatomie von Nagern aus, aber... Ich glaube nicht, dass die Leber so weit oben sitzt, ehrlich gesagt. Ist das hier korrekt? Kennt sich jemand von euch damit aus? Oh, that smells. Sind das die Hoden hier oder ist das was anderes? So, lecker, lecker. Hätte auch die Niere. Haben so Mäuschen, so kleine Nieren, so Ratten? Weil die sind eigentlich schon, ja, die sind eigentlich verhältnismäßig groß, oder? So, ja, du willst das haben. So. Die Hoden, ich hab's doch gewusst. Die sind größer als das ganze Vieh. Guckt's euch mal an, der, was für Dinger das sind. So. Oh, die Zeit wird, na gut, ich hab nur eine ganze Minute. Ich dachte eben, es tickt schon runter, der Countdown. So, bitteschön, einmal Hoden zum Mitnehmen. Oh yeah. Ja, hier. Ich bin Konzertpianist. So. Eine Gasmaske? Was? Jimmy comes through again. Oh yeah. Ja, bejubelt mich mal gefälligst. Was fällt denn euch ein hier? Der gemeine Pöbel hier. Ihr habt mich anzuhimmeln. Nee, aber irgendwie habe ich mir schon ein bisschen Respekt hier eingehandelt, ne? Oh, was geht schon weiter? Ach nee, um eins. Wie gesagt, es ist so mein Problem. Wenn ich irgendwas gerne spiele, dann spiele ich da viel am Stück. Andererseits kann ich aber nicht viel am Stück aufnehmen, denn ihr wisst ja, ne? Let's Play und Kommentare und so. Ist schon wieder einer. Boah, jetzt schon wieder einer gefurzt. Und dann geht das halt nicht. Da muss ich da immer ein bisschen... Oh, ich kann die Geländer. Das habe ich vorher auch mal gerne gemacht. Da durfte ich ein paar Mal zum Rektor deswegen. Juhu! Ernsthaft. So. Ja klar, mache ich doch. Jetzt mache ich das schnell noch. Komm, egal, ob ich dann ein bisschen überziehe von der Zeit hier. Mit dem Unterricht. Ja, das ein bisschen kann ich mir erlauben. Ich meine, ich bin Musterschüler. Nicht wahr? Sag mal, die kann ich gar nicht knacken. Warum kann ich da nichts knacken? Warum sind die alle offen? Die haben wahrscheinlich schon so viel Angst vor mir, dass sie freiwillig die Spinde nicht mehr abschließen. Weil der böse Jimmy kommt dann und klaut, weil er kann hören, wie die ihr Geld zählen. Ja. Och, Mann. Du Pennerhals. Lass mich mal in Ruhe jetzt, komm. Ich hab was zu tun. Jetzt hier, das Mädchen wartet, dass ich ihr mein handwerkliches Geschick vorführe. Ich könnte ja auch sagen, ich hab's einfach gemacht. Ich meine, die glaubt mir wahrscheinlich sowieso. Guck mal, da gibt's nichts zu knacken, Leute. Das ist gerade ein bisschen unmöglich, das zu schaffen hier, ne? So, ich gehe in den Unterricht. Ist mir jetzt egal. Wo ist es denn? Da. Da. Nicht, nein, ich schwänze nicht. Ich hab Musik. Jetzt auf einmal geht's wieder. Mann, Leute, das ist voll doof. Ach komm, ich knack jetzt ein. Ja, solltest du aber. Ich bin hier der Held vom Erdbeerfeld. Ja, geh doch. Was? Du brauchst unbedingt eine Eins? Mir doch egal, was deine Mutti denkt. Auch nee, jetzt kommt er da rum, ne? Okay, na, ich hab keine Zeit. Ich muss hier machen. Ich muss Leistung bringen. Oh, jetzt dreht er sich auch noch um. Hi. Ah, ich habe überall meine Schicksen. An jeder Ecke werde ich angejubelt. Ja, ich höre mich jetzt vielleicht ein bisschen prollig an, aber Leute, das ist nur... Das ist Jimmy, das bin nicht ich. Glaub mir. Ich bin viel schlimmer. Nein. Macht nur Spaß. So, Trittmichschild, sehr gut. Wo kann ich das denn
ist hier so ein Präfekt unterwegs, dem kann ich das dann anheften. Oh Leute, ich muss jetzt. Ich habe Unterricht. Ich muss, aber ich will noch einen Spind. Ich will noch einen Spind. Oh ne, wollte ich gar nicht. Oh. Hoppala, hu. Ja, okay, ich gehe ja. Unterricht. Mann, jetzt ist es schon wieder vorbei. Diese blöde Quest mit den Spinden. Now then, is everyone here? Excellent. Let's proceed. Ja, lass mich raten, jetzt habe ich wirklich die Triangel. Nein, die rasseln. Super. Wird ja immer besser, ne? Oh yeah. Chaka, chaka, chaka. Ich wusste gar nicht, dass Rasseln klassische Instrumente für ein Orchester sind. Aber gut, ich werde immer wieder eines Neuen belehrt hier. Hoppala. Gott, spielen die schief, Leute. Ich kriege ja Brechreiz. Ja, ich habe mal im Orchester gespielt. Ich weiß, wie sich das anhören muss. Ja. Er sieht auch total, wie soll ich sagen, begeistert aus, der gute Jimmy, ne? Der macht das Spaß hier mit dem Shakern. 99, naja gut, es war nicht meine beste Leistung, aber... Ja, ich kann gut die rasseln lassen. Bandshirt, oh yeah. Oh, jetzt schon wieder, wenn ich ja schon kriege zu viel. So, wo ist denn die Schnelle jetzt hier, die Schnalle? Brauche ich mir... Nee, ich brauche nichts kaufen. Ihr habt mir geschrieben, ich kann wohl den Unterricht schwänzen und in die Stadt fahren. Da sind auch keine Aufsichtspersonen, da kann ich machen, was ich will. Aber wie gesagt, ich möchte, solange es geht, ein Musterschüler bleiben und zumindest den Lehrplan einhalten, also das, was mir vorgegeben wird. Danach mache ich das alles noch. Also, ja, seid ein bisschen geduldig. Machen wir der Kandidat. Heroisch. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me! Alright, you have fun. What's this? Class president. Class president, dummy. It says class president. I know. That's you? I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Oh, no! Yeah, wait, yeah. Okay. Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. Oh, unless I had a security manager. Oh, please. I don't know. Security managers, they cost a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. Ja, das war ein Wedgie, ihr habt's gesehen. Was? Okay, ich muss mich beeilen, weil die Zeit läuft. Keine Zeit zu erklären, halt die Schnauze, sonst hau ich dir eins. So, AV-Room, ach, Video, ne? Audio, Video. Okay. Pass auf Ernest auf. Ja, das sind ja sehr viele da, ne? Aber auch wahrscheinlich alles nur Streber, die Nerds. Quality. Was soll ich da machen? Ah, ich muss schießen. Penner. Ins Knie. In den Sack. Lass dir mal in Ruhe, den Kerl. Der macht nur seinen Job. Hau ab. Und auch noch schön mit Störsignal hier, so mit Rückkopplung der Kerle. Du musst weg vom Mikro, Mann. Deine Zahnspange gibt so ein blödes Störgeräusch ab. Hat der eine Zahnspange? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin gemein. Das ist doch nur ein netter Nerd. Und... Ah, excellent. Ach, es kommen immer mehr, oder was? Nee. Was ist denn da los? Haltet die Schnauze. Haltet euren Maul. Mach ich alle platt.
Lass Ernest in Ruhe. Hab ich's bald? Die Sounds hören sich irgendwie ein bisschen schlecht gesampelt an, finde ich fast. Na komm. Nein, ich hab nicht geübt. Oh, hat er den getroffen? Hat er, Schwein. Hau ab. Das hört sich echt ein bisschen komisch an vom Sound manchmal, aber das ist nicht meine Schuld. Ja, lutsch da dran mal. Den Stein habe ich extra für dich aus dem Haufen Hundekacke rausgesammelt. Hört ihr was? Der die ganze Zeit da redet? Der labert nur Mist. Oh, da kommt der Teufel. Jetzt tanzt der auch noch. Ist das ein Bulle? Ein roter Bulle? Ja, hat er auch nicht. Hier, guck. Schweinebacken. Oh oh. Halt die Schnauze, ich schieße euch alle ab. Dass sich da auch keiner irgendwie mal an Jimmy rächen will, finde ich ein bisschen komisch, ne? Ah, der wird die ganze Zeit getroffen. Guck mal, ich habe doch die ganze Zeit die Typen abgeballert, sag mal. Ah, das war's aber wohl. Das hast du schön gesagt. Wie die Zombies. Ja, Kerli, jetzt musst du aber noch tanzen. So wie Napoleon Dynamite. Oh, du hast die Superschleuder erhalten. Geil, die sieht ja echt cool aus. Mit Fernrohr. Alter. Alter Schwede, ist das gut. Und ich kann zoomen. Ist das geil. Alter Verwalter. Kann ich das auch irgendwie wieder zurück... Achso, mit dem Steuerkreuz runter. Aha, das ist ja voll gut. Das ist voll gut, Leute. Mir gefällt's. Ich bekomme immer neue Gimmicks dazu. Ach, jetzt darf ich wieder knacken, ja? Ja, komm, dann mache ich das gleich. Ja. Wir haben keine Zeit, Mädel. Bald ist wieder Sperrstunde hier drin. Halt die Schnauze. Ich hau dich. Blöder Präfekt. So, komm hier jetzt. Warum habe ich eigentlich immer so einen tiefen Beat dazu, wenn ich das mache? So, ich muss studieren. Lalala. So, ist hier noch... Da waren noch letztes Mal welche... Kann ich das schmeißen? Ja, komm hier. War da eben Liebesbriefe drin? Da war noch Herzchen drauf auf dem Papier. Was lernen die hier denn bitte? Nur Schabernack. Was? Schon wieder, Leute, das... Irgendwie nervt es mich so ein bisschen, dass das hier jetzt so doof ist mit den Spinden. Da bekomme ich den Auftrag und auf einmal sind alle einfach nur zum Verstecken und nicht zum Knacken. Das ist ein bisschen doof gemacht, ernsthaft. Das hätten die sich mehr durchdenken können. Guck mal, jetzt schon wieder, alle blau hier. Ja, die Schüler sowie die Spinde. Ach, deine Mutti. Da erzähle ich gleich mal was, was du hier so machst. Die wird sich die Augen aus dem Kopf heulen. Die Musik ist so cool, Leute. Oh, endlich, den zweiten. Ich werde es ja wohl heute noch mal hinkriegen. Wahrscheinlich kommt die Mission noch 10 Mal und da werde ich mich noch mehr drüber genervt artikulieren hier. So, was haben wir denn? Was Gescheites, komm. Pralinchen, ja, für die Ladies. Gut, wahrscheinlich wird hier auch keiner mehr auftauchen. Um wie viel war es? Um 7, ne? Ja, ist es bald? Ich weiß es nicht, ich habe keine Uhr. Ich habe keine Uhr vor Augen. Auch keiner... Gib mir doch mal einen Spind jetzt. Wenn ich hier rausgehe, dann ist die Quest bestimmt gescheitert. Die Quest. Ich habe eine Quest. Ich muss die garstigen Spinde ausrotten, indem ich sie knacke. Ich glaube nicht, dass die irgendwann auftauchen, einfach so, oder? Ne. Ich hock mich mal rein, geh mal raus. Vielleicht bringt's ja was. Ich kann ja mal Feueralarm auslösen, dann ist die Kacke am Dampfen. Aber es scheint schon recht spät zu sein, weil die ganzen Schüler sind weg. Und die Präfekten, die machen hier wieder ein bisschen Kontrollgang. Ja, aber das machen sie die ganze Zeit. Sind die Präfekten... Ah, da ist doch was, guck mal. Sind die Präfekten eigentlich Lehrer oder sind das nur so Aufsichtsschüler? Ich glaube, das sind so die Schleimer, ne? So, wunderbar. $10. Das ist doch mal was. Ein Schulbuch. Hä? Ach, da oben das Ausrufezeichen heißt, ich werde verfolgt.
Ich werde verfolgt. Ich muss hier raus. Was? Ich würde jetzt ein bisschen mit ihr knutschen, aber ich habe A, volle Lebensenergie und B, ist sie doch ein bisschen komisch. Naja, gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, für heute ist es eigentlich auch schon wieder gut. Vielleicht können wir noch ein paar Typen verhauen. Hallo. Bam. Oh, oh. Vielleicht auch nicht. So, Leute, ich gehe mal zurück ins Boys-Dorm. Da gibt es nämlich schon die nächste Quest. Das Dormitory. Jo, dann werde ich speichern, werde noch ein bisschen poven gehen. Ich glaube, heute reiße ich dann nichts mehr. Morgen ist auch wieder Schule. Und so weiter. Liebe Leute, eine Bewertung wäre cool. Ein Like, wenn es euch gefällt. Was machst du mal im Bett, du Arsch? Wer ist das überhaupt? Du siehst aus wie so ein SS-Offizier, du Schwein. Na, ach, das ist Gary oder was? Oh mein Gott. Leute, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Bully die Ehrenrunde. Was zur Hölle?